Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sims 4. Letztes Mal ging es ja richtig ab bei der lieben Hanna. Bei der Hanna Bach, hör mal. Die hat richtig losge. Wow. Warum ist das so laut? Warte mal. So. Musste ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen leiser machen. Ich habe mich gerade voll erschrocken. Volle Pulle hatte ich das Ding an. Was machst du? Hat die jetzt. Du olle Nuss. Dein Ernst? Dein Ernst, du olle Nuss? Oh mein Gott, ey. Öffnen. Haben wir vielleicht Fitnessbuch oder sowas? Angeln Sie dir, Herr der Schau. Nein, 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 nein. Nein und nein. Schade. Und hier drin, sind hier dieselben Sachen? Hier sind dieselben Sachen drin. Hier dann wahrscheinlich auch, ne? Lesen. Ach so. Also dann würde ich mal sagen, dass wir. Was mache ich jetzt? Bin ich irgendwie dumm? Genau, du sollst mal ein bisschen joggen gehen. Joggen. Energiegeladenes Joggen. Guck mal, sie ist sogar energiegeladen. Dann kann sie auch joggen gehen. Sie hat Sportklamotten an. So, du gehst, ne? Jo, hör mal, sehr gut. In der Lounge soll angeblich eine Berühmtheit sein. Warte. Hier geht's ganz. Aber sie will ihren Song ja erstmal. Oh, jetzt ist es weg. Warte. Das sind die Trommeln. Okay. Nee, mal weg. Nee, so. Song brennen, das ist Gnomis Untergang. Keine Ahnung. Hip-Hop, lass es regnen. Let it go. I'm so cool. Wusa, perfekter Song, hör mal. Direkt Herr Hochladen hier. Herr Hochladen. Gnomis Untergang wurde veröffentlicht. Oh mein Gott, ey, mit wem sprichst du denn? Aber sonst ist bei dir alles frisch in den Bieren oder was ist los bei dir? Ich glaube nicht so ganz, ne? Guck mal, weißt du, was ich jetzt kaufen möchte? Hier. Die Jenny ist weg, jetzt. Die hatte nämlich immer noch ihr Trauma. Wisst ihr noch damals, wo bei uns eingebrochen wurde hier? Und davon hat die noch ein Trauma und möchte jetzt alles darüber erfahren. Sie kann von mir aus erstmal den Müll leeren, Katzenklo säubern und aufwischen. Also sie denkt natürlich jetzt irgendwie so, dass. Geht das nicht? Vampirgeheim. Hannah stößt tief in die Vampirforschung vor. Offenbar gibt es jede Menge Wissen, das sie sich aneignen könnte, wenn sie weiter recherchiert. Macht das mal. Hör mal, bist du kerngekreuzigt oder so? Kerngekreuzigt, auch geil das Wort. Da kommt halt der Müll jetzt hier hin. Was ist hier im Weg, bitte? Der Spiegel oder was? Hä? Egal. Ich mache das jetzt gerade einmal nur kurz so, dass sie hier aufwischen kann.
Und natürlich den Müllehren. Hannah hat gelesen, dass Sonnenlicht sehr schlecht für Vampire ist und sogar fatale Folgen haben kann. Vampirbuch freigeschaltet. Hannah hat das von Flavius Vampir-Emporium entdeckt. Während sie nach Vampiren gesucht hat, gesucht hat, Punkt. Sie kann jetzt unter Vampirgeheimnisse Band 1 der Enzyklopädie Vampirica am Computer kaufen. Oh, sehr cool. Aber recherchieren wir noch weiter, ne? Danach kannst du ruhig nochmal recherchieren. Ja. So. Dankeschön, Jenny. Finde ich sehr nett von dir. Guck mal, jetzt geht das auch wieder. Die Ding war, glaube ich, nur ver. Okay. Muss ich jetzt nicht verstehen, hoffentlich. So, du musst auf jeden Fall nochmal. Ach, warte, komm. Mach mal hier. Üb nochmal ein bisschen Schauspiel. Das andere können wir auch später noch machen. Hannah kennt nun alle im Internet verfügbaren Informationen über Vampire. Wenn sie mehr erfahren möchte, sollte sie am Computer Vampirbücher bestellen. Okay, dann. Machen wir das jetzt auch mal. Kostet zwar Geld. Ach, das kostet ja gar nicht so viel. So, gehen wir jetzt hier zum Postkasten eben. Wir müssen ja realistisch sein. Sie muss das ja Paket auch hier irgendwo abholen, ne? Langweilige Vampirstudio. Oh. Hannah hat alles aus dem Internet gelernt. Zumindest alles über Vampire. Oh. So, das hier wird unser neuestes Buch sein von Wasmer Balke. Ursprung der Vampirspezies, Frühgeschichte, alternative Nahrungsquellen. Gut, sehr gut, das haben wir dann schon mal. Was musst du für die Arbeit machen? Getränke mischen. Ja, komm, hau mal raus hier ein bisschen. Getränk zubereiten. Tiergetränk. Oh, mach das mal. Könnte ja auch ganz interessant werden. Hallo Nachbar, ich habe Langeweile. Ich habe leider keine Langeweile für dich. Tut mir sehr leid. Das ging ja schnell. Kannst du das jetzt, Gracie geben? Warte. Nee. Ah, nee, es ist noch nicht fertig. Ja, lecker. Tiergetränke. Das sieht voll lecker. Boah, ich will das auch trinken. Oh, sie gibt das. Gracie, ja, sie gibt das sogar Gracie. Sehr cool. Ich kann das auch mit Bild hoch und runter. Nee. Wie macht man die Wand so? Position. Eins. Ah, okay. Ja, guck mal, sie trinkt das. Oh. Gleich geht's der Gracie ganz. Guck mal, ihr geht's schon besser. Nee, jetzt kannst du mal, Getränk zubereiten. Mach dir Wasser. Das ist immer das Beste. Da kann nichts schief gehen. Und danach kannst du dich mal ein bisschen um die Tierchen hier kümmern. Wir haben uns ewig nicht mehr um die gekümmert. Das ist nicht so toll. Sie rastet erstmal aus, ey. Du kannst aufhören. Kannst aufhören. Weil ich meine, die armen Kätzchen, die tun mir voll leid. Wir haben ewig nichts mehr mit denen gemacht. Guck, den Wellness-Happen, den kriegt sie auch noch. Und wo ist Chips? Hier, dann kannst du mal zu. Guck mal, wir haben mit Chips so fast gar keinen. Ach doch, so eine halbe Beziehung. Halbe Beziehung. Ich meine, muss ja auch mal wieder sein, ne? Pansai Sifka. Genau, finde ich auch so. Vielleicht braucht die Jenny auch mal so eine Style-Umwandlung oder sowas, weißt du? Ich weiß ja nicht. Guck mal, sieht aus wie ein normales Outfit, aber ist ihr Sportoutfit, ne? Warte. Nee, Sport. Das ist ihr. Ach so, ich dachte, die ist schon. Ja, okay, mit Sportoutfit geht die nicht joggen. Kann ich schon verstehen. Ja. Weil ich meine, den Katzen, den müssen wir auch mal wieder hier richtig. Die haben keinen Napf mehr. Die haben keinen Napf mehr. Ach, wenn ich schon dabei bin. So und so. Und natürlich auch. So
Und auch das war's. Aber ich brauche einen Napf. Napf, hä? Das ist so bestimmt Fressnapf. Wie heißt das? Futternapf. Ja, tut mir leid. Olle Nuss. Nee. Einer so und einer ein Weiß. Ich hole jetzt wieder zwei Stück. Ist, glaube ich, bisschen besser. Nein, misch bitte noch was. Ja, komm, dann mach einfach nochmal das hier. Ja. Hör mal lieber Gnomis Untergang, du Olle. Oh, Oh, guck mal, Gracie liebt uns. Sie Honey. liebt uns. Hello. Gut, kannst du auch jetzt wieder lassen, ne? Kannst ja mal zur Paarung ermutigen, ne? Genau. Finde ich eigentlich ganz gut. Katzenklo säubern. Nein, gib das doch nicht wieder Gracie. Gib das lieber Chips. Ein Gericht nehmen. Tier zum. Genau, Chips kannst du dann gleich mal rufen. Trinkt Chips jetzt erst? Ich glaube, der trinkt jetzt erst, ne? Das ist verbuggt, das Klo. Ach ja, komm. Füllen und Chips rufen. Ja, komm. Geht doch. Dann ermunter du ihn mal hier zur Paarung. Damit wir mal ein bisschen hier wieder ein paar neue Tierbabys kriegen. Lalala. Oh, warum bist du... Ach so, sie ist ja immer manchmal wütend. Sie hat manchmal so eine Phase, da ist sie einfach... Oh, wir sollten aber heute noch Sport machen. Ja, am Abend kann sie nochmal joggen gehen, ruhig. Deine Blase ist gleich kaputt. Also, vor allem kaputt. Komm, bevor du irgendwas machst, bitte aufwischen. Möchte vorbeikommen, ja klar, komm vorbei. Geh bitte auf Toilette zuerst. Geh auf Toilette. Du kannst ihn schon mal reinbitten hier, kennenlernen. Ach, sie kennt ihn noch gar nicht so viel, ne? Und sie weiß ja nicht, die Jenny weiß ja nicht, was da abging. Mit dem Bruno und der Hanna, hör mal. Es sind Kätzchen unterwegs! Super! Finde ich cool. So, unglaubliche Geschichte erzählen. Die wollen das nämlich noch nicht hier veröffentlichen, dass die zusammen sind. Ausrotten. Rotte die mal aus. Obwohl, nee. Oh. Oh, was ist mit dir? Ist das Jenny? Ja, zweifellos. Zweifellos. Du hast mir den Tag versüßt. Bye. Geil, ey. Ich glaube auch. Komm, jetzt kannst du nochmal joggen gehen, bitte. Joggen gehen. Komm, wir verfolgen sie jetzt mal. Was die da machen, ist mir egal. Ich gehe jetzt mit der Jenny joggen. Mit der Jenny joggen. So. Geht's los? Auf los geht's los. 3, 2, 1. Und. Hallo, bist du doof? Du sollst joggen gehen. Joggen gehen. 3, 2, 1, los. Aha, guck mal jetzt. Rum, bum, bum. Hä? Bist du verbuggt oder so? Bist du doof?
So, jetzt aber. Guck mal hier, was machen die denn, die Funzel, Annika? So gegen den Stress joggen, weißt du? So gegen das Genervte. Das war Ja. nicht ganz. Hat nicht ganz gereicht, leider. Würde ich dich bitten. Dich bitten. Nochmal joggen zu gehen, sorry. Aber leider muss das sein. Du musst sportlich fit sein morgen. Geht doch. Nein, jetzt kannst du auch ruhig auf Klo gehen. Und die haben sich auch weiter angefreundet hier, finde ich sehr gut. Bewunderung ausdrücken. Klar, hör mal, passt doch. Geht er? Haben wir nicht schon gebittet, Freund zu sein? Ach nee, das war bei des Watson-Witwe. Kannst ja nochmal flirten. Warum wühlt er in unserem Müll? Oh, aber jetzt. Psch. Sie können ja nochmal das Klo hier säubern, ne? Schadet ja nicht. Upsala, was war das denn? Lustig. Guck mal, sie macht das Klo sauber. So, von Herzen kommendes Kompliment machen. Oh, guck mal, jetzt kam das von ihm aus. Finde ich auch mal interessant. Guck mal, was macht er? Oh ja, ich will auch wieder Nachrichten lesen. Aber erstmal muss sie das Klo putzen. Damit das mal vorangeht hier. Auch ich vergesse immer, so Grundstücke zu platzieren, so Restaurants und Wellnesscenter und sowas. Ich glaube, das mache ich einfach in der nächsten Folge, damit ich das nicht vergesse, weil offscreen vergesse ich das immer. Dann können wir nämlich zusammen hier die Grundstücke und so bestimmen. Du bist eine olle Nuss, weißt du das? Komm, ess den Salat einfach. Gefundenen Salat? Von Bruno gefunden? Oh. Der wollte uns bestimmt vergiften. Und dann bitte reparieren. Ich muss los. Danke, dass wir. Gerne schön vor allem. Oh nö, sie kotzt. Oh ne Nuss, ey. Ich glaube auch. Ja, ist klar. Oh, ich glaube. Ich will lieber Pop hören. Ja, komm, ess erstmal zu Ende. Ich mach dir hier keinen Stress, du olle Nuss. Oh, sie wischt von alleine auf. Dankeschön. Dann kann nämlich die Jenny hier ein bisschen Spaß. Und danach können wir auch noch mal eben hier. Boah, komm, dann verkaufen wir das hässliche Foto. Bäh, was ist das? Guck mal, da kann ich doch lieber das Foto hier benutzen, um zu posten. Das ist doch viel schön. Ich dachte, du musst gehen. So. Was machst du jetzt? Tanzen. Macht dir das Spaß? Ja, natürlich. So. Ach so. Ja, komm da ins Waschbecken. Und was machst du dann? Auf Wiedersehen. Ah, er wartet. Oh. Er wartet, bis sie auch auf Wiedersehen sagt. So. Oh. Wie nett. Guck mal, er hat gewartet. Nee. Muss ich nicht verstehen. Komm, du kannst so mal schlafen. So mal schlafen gehen. Ich habe heute Sprachfehler. Merkt man das zufälligerweise? Okay, gut. Aber kannst du mal jetzt mal gleich dann schlafen gehen? Weil du musst für morgen ausgeruht sein. Aber ich meine, für den Ruf, Ruhm. Sachen machen ist auch nicht so schlecht. Könnte eigentlich nur Vorteile haben, wenn wir unsere Stelle nicht verlieren.
Ach so, ja klar, ich mach leiser. So. Bitteschön. Hab ich gemacht. Hab ich doch gemacht. Chill mal, ey, kleine Funz. Chill, ich hab's gemacht. So. Ruhm wieder ein bisschen aufgebaut, hoffentlich. So, das wird jetzt noch schwerer. Wir müssen mal in der Öffentlichkeit freundliche Interaktion machen und all sowas. Wir müssen dann nochmal unsere PR-Agentur wieder kontaktieren, wenn wir wach sind. Ist das auf niedrig? Jo, krass. Der Bruno ist ja noch da, der kümmert sich hoffentlich um A. Okay, es geht schon mal nicht. Hä, ich hab doch leiser gemacht, du alle Funz. Boah, ey, ich hasse dich. David, geh sterben. Boah, bin ich froh, wenn wir hier ausgezogen sind, ne? Aus dem kleinen Funzel-Apartment hier. Ist zwar schön und sowas, ist alles so zusammengemixt so, aber alle Funz, ey, ich glaube auch. Ich glaube auch, hör mal. Ich glaube, ich nehme auch nicht, wenn wir umziehen, alle Möbel mit. Ich glaube, ich nehme nur so ein paar Sachen mit, so was wie die Küche, die Betten, Schrank, sowas, so Sachen, so. Ich glaube, oder so diese alten Sachen lasse ich, glaube ich, hier. Sowas wie das auch. Nur so ein paar Sachen nimmt man da mit, ne? Man muss ja eigentlich unbedingt hier alles mitnehmen. So, aber bevor der neue Tag da ist, werde ich jetzt diese Folge in dem Schneegestöber hier beenden. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, ne? Tschüss!